Ein homosexuelles Paar in den 1970er Jahren in Frankreich, ein Nachtclub und jede Menge Verwicklungen. Davon handelt der Klassiker Ein Käfig voller Narren. Das Theaterstück dazu gibt es jetzt noch bis kommenden Samstag im Stadtsaal von Purkersdorf zu sehen. Jetzt die Marmelade. Nimm den Löffel nicht mit zwei Fingern, wozu hast du fünf? Georges und Albert sind ein Paar und die Besitzer eines speziellen Nachtclubs, in dem Albert als Frau verkleidet der Star auf der Bühne ist. Das Drama beginnt, als Georges einziger Sohn Laurent heiraten will und da ausgerechnet die Tochter eines erzkonservativen, homophoben Politikers. Ein Zusammentreffen muss gut geplant werden, es wird umdekoriert und eine normale, konservative Familie aufgetischt. Dieses Affentheater, nur um sich vier Wochen später scheiden zu lassen. Ich verbiete dir, das zu sagen. Die Fassade bröckelt zusehends. Mit schrillen, überspitzten Charakteren, Drama und ganz viel Verwirrung ist das Stück inszeniert. Natürlich ist es auf der Bühne überzeichnet, damit das Ganze natürlich eine Komik und genauso auch eine Tragik bekommt. Aber de facto sind die Familienprobleme und die zwischenmenschlichen Probleme wie bei allen anderen. In der Rolle des homosexuellen Clubbesitzers Georges ist der ehemalige Generalprokurator Österreichs zu sehen. Ob Homosexualität heute noch zu Aufregung führt? Ich hoffe sehr und bin der Meinung, dass das heutzutage überhaupt kein Problem ist, zumindest in bestimmten gesellschaftlichen Schichten, vielleicht nicht in allen. An Georges Seite ist Albert, ein temperamentvoller Charakter in Kleidern und hohen Schuhen. Am Anfang war ich etwas skeptisch, weil ich ja natürlich mit Damenschuhen nicht so bewandert bin. Habe das dann aber sukzessive gelernt, mit ganz engen Röcken bei den Proben zu tragen. Bin auch dann zu Hause nur mit Damenschuhen umhergegangen. Also das war dann schon ein gewisser Reifeprozess.